God, will he do it again? I hope not. I hope he's not tried to speak English again. It was so a pain in the ear. No, don't do it. So, servus und hallo. Nö, das mit Englisch, das lassen wir bleiben. Das war nix. Und wer nicht weiß, wovon ich spreche, schaut euch das letzte Video an. Ja, was schauen wir uns heute an? Kurz vorweg, ich weiß, es gibt Leute, die auf ihre Parkvorstellungen warten. Ich habe zurzeit tatsächlich leider keine Zeit für Parkvorstellungen. Kommt demnächst. Sorry, müssen ein bisschen warten. Kommt demnächst. So, heute gibt's wieder mal ganz was anderes. Einen Flatride. Und zwar das Seeming für einen Flatride. Von Combat Wombat. Also wir können Großartiges erwarten. High-Class-Bilder, Combat Wombat. Und Solaris. Helion Skin. Ja, ist eigentlich alles gesagt damit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Servus, bis... Ja, ich zeig's ja schon hier. Ich laber heute schon wieder eine Scheiße. Das ist Wahnsinn. So, hier haben wir Solaris. Solaris. Das... Es lädt und lädt und lädt. Okay. Ey, hatte ich... Ah, hier. Hab man schon gedacht, das gibt's ja nicht. Das war ganz was anderes auf der Screenshot. Keine See Me, Sink Me, Hide Me Platte. Okay. Dann schade auch. Dann machen wir es auf Verdacht, ungefähr so. Ich schiebe es mal ein bisschen weiter hinter. Wird schon passen, irgendwie. Natürlich setzen wir es gleich mal auf Testen. Ja, es ist... Mir hat es einfach gefallen. Hier tolle Elektromusik. Okay. Habe ich jetzt nicht gesehen, dass die Ketten fliegen. Die Idee finde ich voll cool mit dem Schlangen, Drachen, Skorpion, Elefant, Tier. Keine Ahnung. Finde ich cool. So. Und hier. Ja, es ist ein Ride-Skin. Viel gibt es dazu nicht zu sagen. Mir hat es tatsächlich einfach gefallen. Und hier sieht man es auch wieder, die Teile aus dem Ghostbusters-Dingens. Ghostbusters-DLC passen perfekt in zu dem Azteken-Dingens Thematisierungs. Ich kann nicht mehr sprechen. Schauen wir es uns in der Nacht an. 22 Uhr. Ja, schön beleuchtet. Im Park vom Nimsul, im MKP Grand Resort, war ja auch so ein Teil in der Wand verbaut. Ansatz war ähnlich, aber halt Umsetzung anders. Auch schön. Ja, die Beleuchtung von den Dingen hier, von den Viechern, finde ich halt super. Ja, das war die Vorstellung schon wieder eigentlich. Fahren tue ich nicht damit, weil es ist ein Flatride. Wer sich jetzt wünschen würde, oh, fahr damit, ladet euch das Ding selber runter. Link wie immer in der Videobeschreibung, schaut es euch an. Und ja, das war's schon wieder. Ganz, ganz kurz diesmal. Kurz und knapp. Ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Ansehen. Servus und tschüss.